In diesem Spielmodus spielt man eigentlich kooperativ. Also das heißt, man spielt mit anderen Spielern gemeinsam auf speziellen Arenen hier eigentlich, wo unterschiedliche Fische auf einen zukommen. Die muss man abschießen und gleichzeitig gibt es dann auch Fischeier, die man einsammeln muss. Sogenannte goldene Fischeier. Aber dazu jetzt gleich mehr. Basiskurs, bereit für den Job. Die Grundlagen für den Erfolg. Lauscher aufgesperrt, claro. Aus dem Wasser kommen Salmoniden jetzt. Gierige, gewaltbereitige, giftig gelaunte Grobiane. Ja, so richtig ganz böse. Aber sind noch süß. Erledige sie mit deiner Tinte, dann rücken sie Fischer heraus. Das ist deine Arbeit. Es ist die Pflicht eines jeden Arbeiters der Bergimbar, möglichst viele Fischer zu sammeln. Okay. Wow, mit gelber Farbe hier. Normalerweise hat man hier eine andere Farbe. So, mal schauen, wo sie da aus dem Wasser herausspazieren. Da sind sie schon. Schaut euch an, mit der Bratpfanne gleich ready hier. Nur einer. Okay, da werden dann nachher mehr kommen. Der geplättete Salmonid hat Fischeier zurückgelassen. Davon sammelst du so viele, wie du kannst. Kapiert. Zurück an die Arbeit. Goldfischeier warten. Goldfischeier, genau. Seht ihr, da kommen andere da noch raus. Da sammelt man ein paar Fischeier ein. Muss natürlich hier aufpassen, dass die einen da nicht hitten, weil das hittet euch. Gute Arbeit, mit der Anstellung schaffst du es bestimmt mal ins mittlere Management. Was ich aber wirklich brauche, sind Goldfischeier und die haben nur Boss-Salmoniden. Oha, Boss-Salmonide. Was sagt man dazu? Okay, da kommt irgendwo ein Boss jetzt hier. Wo ist er, Boss-Salmonide? Ah, da unten ist er. Sieh an. Das ist aber ein ziemlich wilder übrigens. Der flitzt meistens immer durch die Stage hier, aber der bleibt jetzt da gerade stehen. Oh mein Gott, der bleibt einfach stehen hier im Training. Normalerweise läuft er wie ein Irrer irgendwie durch die Gegend. Schaut doch schon, wie detailliert das schon aussieht. Wow. Okay. Wissen, wissig bist du. Okay. Normalerweise steht er nicht so einfach so gechillt herum, aber das ist einfach für das Beispiel hier wegen diesem Goldfischeier. Er hat Goldfischeier hinterlassen, hörlich. Berühre eines davon, um es aufzuheben. Die Bergimbar erwartet klare Quoten an den gesammelten Goldfischeier. Mitarbeitermotivation und so. Wer die Vorgabe nicht erfüllt, fliegt jedenfalls raus. Da sieht man auch da oben, eine Quote muss man erreicht haben. Und es gibt unterschiedliche Wellen. Das ist die erste, ist immer so ein bisschen so leichter, dann gibt es eine zweite und eine dritte und so weiter. So, dann schreibt ihr mal eines der Goldfischeier. Okay. Hast du schon einen Goldfischei? Wie? Ja, bist von der schönen Truppen. Gefällt mir. Ah, Goldfischeier. Sollten direkt zum Korb gebracht werden. Ja. Nehmen wir das natürlich da mit. Ich habe dann Ei hinten. Seht ihr da? Das Goldfischei. So. Mhm. Einwerfen. So, ein Ei liegt im Körbchen. Die Quote liegt bei 3, also brauchst du noch 2. Ja. Ei plus 2 macht 3, also Schuss zurück zu den anderen. Normalerweise spielt man hier natürlich mit der anderen zusammen. Das heißt, man muss nicht immer wieder 1 und 1 und 1 holen, außer das hätte noch mehr irgendwie auf dem Platz zu finden. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man zu langsam ist, dann kommen natürlich die bösen Salmoniden. Ja. Hey, da zum Teil wieder kleine Mini-Bowser, Baby-Bowser. die gab es übrigens im Vorgänger nicht. Dieser dreiste Dieb, erledige ihn beim nächsten Mal, bevor er das Wasser erreicht. Okay. Okay. Die Farben hier sind auch gerade übrigens neu in diesem Spielmodus. Aber das kommt vielleicht auch im Tutorial an. Anscheinend ruft einer deiner Kollegen nach dir. Geh nachschauen, was ist los? Was ist los? Ja, Orientierung ist das A und O. Wenn ihr ein Ei irgendwie auf der Map seht und so, dann könnt ihr sagen, hey, komm zu mir und so. Hm, süßes Ei, Kommunikation mit deinen Kollegen, ja, genau, wie er das sagt. Oder auch Hilfe. Ja. Hoppla, da hat es wen erwischt. Ja, aber mit ein bisschen Tinte ist es schon wieder. Genau. Weil man hat die Möglichkeit zu sagen, ja, hey, komm zu mir oder Hilfe. Weil sobald man mehrmals getroffen wurde von den Gegnern, dann ist man nur noch in diesem Schwimmreifen drin.
So. Denn wenn ihr alle K.O. seid, dann war's das. Genau, dann ist alles fertig. Wenn alle nur noch im Schwimmreifen sind, niemand mehr befreit werden konnte, dann war's das. Drücke Steuerkreuz nach oben, je nach Situation, entweder deine Kollegen zu rufen oder Hilfe zu rufen. Da unten sieht man es zu mir, kommt zu mir, wenn man ein Ei sieht oder was Wichtiges los ist, wegen eines Bosses. Und cool, und cool, wenn, ja... Jetzt hat man cool, aber wenn man natürlich im Schwimmreifen ist, dann steht anstelle cool, steht dann nachher Hilfe. Damit hätten wir zwei Goldfischeier. Nur noch eines und Quote ist erfüllt. Ich bezahle dich nicht fürs Röden. Jo. Da oben sieht man... Wenn du noch ein Goldfisch hast, darfst du heute aus... Okay. Da ist noch was hier. So, dann haben wir ein Goldfischei. Falls es bis zum Korb mal zu weit ist... Naja, du wirfst nicht nach Laufmeter mit Sutton und Zeitfestrennerei auch. Drück stattdessen einfach mal A, dann wirfst du das Goldfischei praktisch, oder? Das ist auch eine Neuheit. Dass man die Goldfischeier eigentlich von da hinten schon reinwerfen kann. Habt ihr gesehen? Weil normalerweise musste man früher immer zu diesem Dingskorb hingehen und dort die Taste A drücken. Jetzt kann man das schon von der Distanz, kann man sie schon reinwerfen und euren Freunden auch zuwerfen übrigens. Drei Goldfischeier, damit ist die Quote erfüllt, ganz brauchbar, würde ich sagen. Jetzt musst du nur noch den Rest der Schicht überstehen und dabei mehr Fischeier sammeln, umso besser. Fischeier, ja. Mehr auch noch Fischeier hier einsammeln. Der ist neu da oben. Denn dieser Clown-Kutsche drin ist da. Schaut doch noch an. Man merkt, dass das Spiel von Nintendo hier ist. Oh, und das geht hier übrigens auch. Diese Rolle hier. Das ist cool. Ja. Also jetzt kann man natürlich noch weitere Eier da. Boah, das ist ja mega cool, dass man das so von weit her schon werfen kann. Das macht schon vieles aus, anstelle immer zum Korb zu gehen. Oder seinen Freunden zu werfen von... Mega gut, der schaut doch mal die Distanz an von hier. Das ist super. Jetzt muss ich da noch 30 Sekunden durchhalten. Der gibt auch noch hier. Ach ja, ich habe dir noch zwei Spezialbeutel gegeben. Überleg dir gut, wenn du sie einsetzt. Ja, das heißt, die Ulti-Spezialwaffe kann man hier auch natürlich auch benutzen. Wenn es ein bisschen brenzlig wird, dann macht er einfach so. Und es ist wirklich auch unterschiedlich hier. Es gibt nicht immer die gleiche Spezialwaffe, also die Ulti hier. Man muss halt immer am besten auch auf diesen andere Tinte achten. Das ist richtig cool, hey. Dass man nicht immer zum Korb jetzt laufen muss. Das spart übrigens mega viel Zeit. Letzte Welle geschafft, das ist nur eine gewesen. Jetzt verschwindet der Korb dann nachher. Das ist schon weg. Cool. Also ich würde jedem auch anraten, einfach mal das Tutorial mal wieder zu machen, um sich ein bisschen so aufzufrischen. Willkommen zurück, was schön. Ja, und das dir wird mit Sicherheit ein Top-Talent in unseren Reihen. Das spüre ich in der Speckschicht. Doch zuvor nun, ein Training stünde da noch an. Mhm. Leider notwendig. Nachdem auch nicht so wichtig. Wir denken nur an deine Sicherheit und so. Daher müsstest du eine Probe, was probierst du nie, gegen die verschiedenen Boss-Salmonier-Arten einlegen. Jetzt wird man aufgeklärt, wie man die unterschiedlichen Boss-Salmoniden besiegt. Das ist wirklich auch mega, mega wichtig für euch. Anstelle das erste Mal einfach so zack, zack, ohne irgendwas anzugucken, hier reinzuspringen. Einschließlich der neuen, die hier auftreten, auch neue Boss-Salmoniden. Falls du keine Lust hast, könntest du das eigentlich auch im Jobhandbuch nachlesen und ja, hoch. Der Heli ist startbereit, okay. Ein etwas genießtes Praxistraining, okay. Ja. Der Abflug, gerne. Los geht's. Also ihr merkt, dass im Vergleich zum normalen Revierkampf, wo es in diesem Spiel gibt, oder halt wo es auch noch den Story-Modus gibt, ist das wieder auch wieder was komplett anderes. Also wenn man ein bisschen Abwechslung braucht und so, dann geht man hier halt die goldenen Fischeier sammeln. Oder spielt halt hier kooperativ.
Fortbildungskurs. Wir steigern die Produktivität. Bossterminier gibt es in allen Farben und Formen. Naja, 11 Stück. 11 unterschiedliche Bosse. Wenn es beliebt, was sind's beliebt, kann ich dir einen Bossterminier auf Bestellung anlocken. Gegen welchen willst du eine Übungsrunde einlegen? Oh, kann man das Training dann auch wieder... Oh mein Gott, mega cool. Training beenden steht dort. Hey, wenn man das Training wiederholen kann, dann wäre das natürlich mega cool. Dann kann man immer gegen die Bosse noch ein bisschen trainieren, wenn jemand ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also das ist ja der erste hier. Dann hat es noch weitere hier. Fondit. Ich muss mal schauen, welches die neuen hier eigentlich sind. Boah, 11 Stück hier. Das ist die Schlange hier. Gib mir mal die Schlange hier. Bossalmonide Stahl. Ein aalähnliches Vehikel, das von einem Salmoniden gesteuert wird, ist kein Spaß. Zwischen den Tintendusche reinzurennen. Der Pilot sitzt ganz hinten am Ende des Untiers, geht dem Biest raus. Also von hinten muss man das besiegen. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Das ist geil gemacht, ey. Also wenn man das Training wiederholen kann, dann ist das wirklich mega cool. Seht ihr, weil im Kopf passiert hier nichts. Da hinten wird noch angezeigt mit einem Pfeil. Aber das ist wahrscheinlich nur im Training so. Da muss man natürlich aufpassen, weil die Schlange, die verfolgt einem da. Und wenn man zwischen der Schlange durchlaufen möchte, dann geht das eben nicht gut, weil da so eine, wie so eine Dusche da zwischen den, da hinten da so rauskommt. Seht ihr? Boah, jetzt hatte ich noch Glück, hey. Und am besten kann man sie auch relativ gut auch killen von oben oder von der Distanz halt. Also so nah, wie ich jetzt das gemacht habe, das müsst ihr natürlich nicht so machen. Das ist mega cool gemacht hier. Und der Stapler ist auch noch da, ist ein Turm. Grablux, das ist auch ein spezieller hier. Hier ist es auch so, der folgt einen und da muss man eine Bombe dort bei dem reinwerfen. Ich wusste eben auch beim Story-Modus, wenn man den einen besiegt, da seht ihr, da kommt er und Bombe. Bam. Also man muss die Bombe, wo man da hat, im richtigen Moment ja, werfen, damit er die dann nachher auch auffrisst und dann nachher explodiert. Der Regenschirm... Mobilisik. Das sind die, wo da geflogen... Nein, das ist, glaube ich, neu. Ich glaube, die sind die Newcomer da hinten. Das sind die Newcomer da hinten. Die, der Schirm, der hier geflogen kommt, der ist nicht neu. Aber die da hinten, die vier, sind neu. Dann mal schauen. Mobilisik. Diese salmonellenbestückten Säulen bohren sich im Gelände fest und dienen den Unholden dann als lustiges tittenspritzendes Karussell. Da gibt es nur eins drauf mit dir und die Klickser aus ihren Kapseln geballert. Der Mobilisk selbst bleibt übrigens stehen, falls ihr den strategisch nutzen wollt. Okay, cool. Wo ist er? Da oben kommen sie. Da muss ich dann... Okay, jetzt mal schauen. Ah, die sind da und... Kann ich da einfach in die Mitte dann gehen oder wie besiege ich denn am besten hier? Okay, eben wie ein Karussell. Okay, easy. Klar, man kann natürlich die auch, wenn sie dort irgendwo platziert sind, kann man natürlich von der Distanz von hier abschießen. Vielleicht ist das gar keine gute Idee, wenn man hier in der Mitte steht, weil vielleicht... Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, was die nachher da machen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe sie eigentlich relativ schnell besiegt. Und hier da hinten Sturmreifer. Ein Delfin. Sturmreifer! Okay, diese fiedelnde Fischlein wirft einen Tintenreif vor sich und taucht dann hinein. Nicht in den Reif stellen. Claro, sonst bist du reif für den Rettungsring. Bedenke, reif lieber mit eurem Tinte, ehe das Vieh abtauchen kann. Dann zappelt es auf den Trockner und ihr könnt es wegkleksen. Das ist auch das erste Mal hier, weil wie schon gesagt, das ist ein neuer Boss. Da hinten. Moment mal schnell. Also da taucht es wieder ein. Okay, da muss man halt aufpassen. Also beim Reif muss man aufpassen hier, oder? Weil der kommt da raus, oder? Oder nicht. Oder er kann nachher nicht mehr wieder rein abtauchen. Das habe ich jetzt nicht so gerade gecheckt. Hier. Oder? Ja, taucht aber immer wieder ein hier. Den Boss checke ich jetzt. Oder mit der Klecksbombe vielleicht auch noch mal so. Mal ein bisschen noch Tinte hier sammeln. First try hier. Ah, ist... Jetzt hat's ihn erwischt. Okay. Aber man färbt ihn einfach immer die ganze Zeit mit der Zeit ein. Habt ihr gesehen? Es wurde immer gelber hier.
Das ist ein Geduldsboss vielleicht auch noch hier. Ich schau jetzt nochmal kurz. Sturmreif, was stand hier genau? Wirft ein Tintenreif vor sich und taucht dann hinein. Nicht in den Reif stellen, also nie in den Reif darf man dort rein. Also ich bin ja auch nicht im Reif gewesen, sonst bist du auf den Rettungsring. Bedenke den Reif, ja. Also einfach nicht rein. Okay, gut, dann kann ich jetzt nicht skippen. Gehen wir zum nächsten. Und der nächste neue ist Canon, ja. Also Canon, ja. Boss Salmanine, Canon, ja. Diese, was diese Fürchen feuern aus einem Kanonier-Geschütz. Am Wasser massive Geschosse durch die Gegend. Nein, das sind wahrscheinlich Dinge. Die Schockwellen, also Schockwellen, springen über sie, okay? Hast du gerade einen Goldfischer in deinen Flossen und stehst vor den Kanonen geschützt? Drück doch mal A, so feuerst du das kostbare Ding. Ah, cool! Das heißt, man kann über den Boss, kann man über das Geschütz gleich das Goldfisch einen Korb da reinschießen, okay? Mal schauen. So. Okay, den hätten wir jetzt. Und jetzt ist hier diese Kanone noch da. Da. LOL. Okay, das ist aber geil. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Das ist ganz cool. Also der Delfin habe ich jetzt eher weniger cool gefunden, wenn ich ehrlich bin. Den habe ich auch cool gefunden. Der ist ein bisschen nervenauftreibend irgendwie, aber nichtsdestotrotz. Der Deckler hier. Okay, schauen wir den uns noch an. Liebreizende Gestalten, diese Biester fliegen umher mit einem Kraftfeld unten drunter. Wer dort reinläuft, den versuchen sie zu plätten. Wenn man den Plättversuch ausweicht, kann man zum Gegnerangriff übergehen. Einfach draufklettern und den Piloten klicksen. Also Plättversuch ausweichen, ne? Das heißt, man wird geplättet, dann ausweichen und dann angreifen. Hier. Oh mein Gott, so wie ein Marsmännchen da oben. Ja, der geht jetzt nach unten und dann... Das ist jetzt nicht der gewesen, oder? Ah, ich gehe wahrscheinlich hier nach vorne. Ja, und dann ausweichen und dann... Ey, kann man wieder mitfliegen? Okay, okay. Was hat er da in der Hand? Ein Dings da, so ein Kelch. Kochkelch. Ja gut, man kann sicherlich auch so drauf schießen, oder? Ja. Aber man kann ihn eigentlich besser austricksen, wenn man ausweicht. Man kann es einfach auch so ein bisschen so zu einem Freund dann auch zuwerfen. Wisst ihr, wenn jemand da hinten ist? Hey Leute, kommt schon, nimmt sie. Da kommen die anderen da aus dem Dings raus, aus dem Wasser raus. Ey, geht weg. LOL. Okay, kein Problem hier. Also ja, kein Problem. Wenn es einem erwischt, dann müssen natürlich die Freunde helfen. So, das waren eigentlich die vier neuen Bosse hier im Salmon Run. Mach jetzt mal Training beenden hier, weil wie schon gesagt, die anderen kenne ich schon. Und wer ein bisschen mehr Salmoniden-Action sehen möchte oder Salmon Run sehen möchte, der schaut bei meinem Livestream mal vorbei oder halt Videos, wo ich da auch habe. Weil für die Leute, die mich ja auch abonniert haben oder so, die werden ja hoffentlich auch immer von YouTube auch ein bisschen benachrichtigt. Seitdem auch auf dem neuesten. Glückwunsch, Glückwunsch! Nun hast du es wirklich geschafft, die Bergema hat ein neues Top-Talent. Falls du jemals aus Berufsaussicht Goldfischer für deinen bärigen Boss zusammen raffen wolltest, dann hast du hiermit deine Vision erfüllt. Und dabei bist du nicht alleine, oh nein, aber jetzt trittst du stets mit anderen Arbeiten zusammen. Mehr Spaß, mehr Risiko, mehr Jung! Jede Welle, die das Meer schickt, ist völlig neu und jedes Ufer muss sie anders empfangen und das Ufer, das bist du. Das Wichtigste ist, das Meereslaunen zu erwarten. Was, das Meereslaunen zu erwarten? Selbst eins zu werden mit der See und. Pardon, die Lyrik hat von mir Besitz ergriffen. Okay. Denk nur immer dran, dein nächster Einsatz ist kein Training, da geht's um alles oder nichts. Und das Meer ist voller Überraschungen. Viel Erfolg! Und alles Gute. Wenn du Lust auf eine Schicht hast, komm einfach hierher zu mir. Ich habe immer Bedarf zu tüchtigen Toiletten. Okay, so sieht also seine neue... sein Haus hier aus. Also sein Arbeitshaus hier. Okay, ist geil. Da kann man sogar auch hier trainieren. Wie cool ist das denn? LOL. Und man kann hier bei diesen Salmoninen hier trainieren. Die kleinen Salmoninen hier. Die mittleren, der große hier. Das ist ja cool.
Was heißt anpassen hier? Okay, Style hier. Okay. Und da oben auch noch. Mega cool. Und oben rechts sieht man den Rang, wo ich bin. Azubi, das ist so der Beginnerrang. Das ist ja cool gemacht. Lol, die haben den ganzen Dings erweitert. Das ist ja richtig geil gemacht, ey. Hey, Dennis, bist du auch schon hier? So cool. Es sieht richtig nice aus. Vorher war das nicht so, hey. Jobhandbuch lesen. Jobhandbuch, sondern vielleicht cool. Ah, da kann man sich nochmal ein bisschen darüber informieren. Okay, cool. Und wenn ich jetzt nochmal zu dem hingehe. Oder was kann ich hier noch? Kampfmenü L. Okay, selbstständig arbeite mit Unbekannten oder hier mit Freunden. Das ist mega cool. Also das heißt, ihr spielt hier mit unbekannten Freunden online und hier mit Freunden, die ihr kennt. Einfach so als Info nebenbei noch. Also ich mache jetzt hier nicht ein offizielles Spiel, weil von der Zeit her sind wir schon ein bisschen sehr weit darüber hinaus. Ich werde sicherlich noch ein einzelnes Video noch darüber veröffentlichen oder halt auch noch ein Livestream. Weil wenn ich jetzt hier sage, zur Arbeit anmelden, dann sehe ich das hier. Und wenn ich noch Y drücke, dann sieht man hier auch, was man in Sachen Bonus erhalten kann. Weil ihr habt euch sicherlich gefragt, macht das überhaupt Sinn, hier zu spielen? Ja, sicher. Das heißt, wenn ihr das öfteren Salmon Run spielt, dann wechselt sich da oben links der Rang Azubi in einen nächsten Rang. Ich habe darüber auch schon ein Video hochgeladen, was es für unterschiedliche Ränge in diesem Spiel neu hat. Ihr könnt das Video natürlich auch mal noch gerne anschauen, dann wisst ihr, was euch noch zukünftig noch erwartet. Und da unten, wenn man halt das öfteren halt spielt, dann läuft da unten die Bonusleiste auch weiter durch die vielen gesammelten Fischeier übrigens auch. Für das sind die Fischeier gut. Und da gibt es so unterschiedliche Kapseln da unten, also Kugeln oder Fischeierkapseln. Und dort hat es auch immer wieder was Verstecktes drin. Sei es irgendwie ein Coupon, wo euch mehr Erfahrungspunkte gibt. Oder mehr, wie soll ich sagen, mehr Münzen. Einfach so Coupon für irgendwie 20 Spiele, dass ihr irgendwie mal 2 mehr Münzen erhält oder mehr Erfahrungspunkte. Und eure Items, aktuelle Ausrüstung. Das heißt, wenn man dort in diese Leiste weiter bisschen gespielt hat, gefarmt hat, dann kommt man dann zu dieser aktuellen Ausrüstung, wo man dort auf der rechten Seite auch sieht. Die kann man dann auch freischalten. Richtig coole Sache hier eigentlich auch. Ja, so funktioniert das Ganze. Ich wollte euch das einfach hier nochmal hier erklären, auch für die neuen Leute, wo das erste Mal dann Salmon Run spielen. Also ich rate euch an, wie schon gesagt, Training spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Bosse dann nochmal irgendwo dann wiederholen könnte. Ah, hier kann man die Belohnungen ansehen. Also das heißt, wenn ihr hier gespielt habt, dann müsst ihr hier dahin gehen und hier könnt ihr die Belohnungen denn auch bekommen. Hier gibt es auch noch andere Sachen anscheinend hier erhalten. Deko gibt es hier auch noch hier. Aufkleber und Banner. Schaut euch ruhig um. Ja, da hat es auch noch irgendwas Neues darunter. Und hier das Buch hier nochmal. Salmonidenleitfaden. Ja. Das sind die hier, auch die neuen und weiß nicht was. Aber ob man das Training wiederholen kann, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich sehe jetzt gerade keine Option. Falls ihr natürlich das sieht, ob man das Training nochmal wiederholen kann oder so. Also betreffend den Bossen. Ja, ansonsten hat man halt Pech gehabt, wenn man nicht weiß, wie man die nachher besiegt. Nichtsdestotrotz, hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer von euch ist auch ein bisschen Salmon Run-Fan, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es mal losgeht hier mit echten Spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss zusammen.